Willkommen zu TechTV, heute vom Europapark in Rust. Ja, vor genau 100 Jahren kam die erste Achterbahn nach Deutschland und die hieß damals noch Autoluftbahn und fuhr ganz gemütlich ihre Achter auf dem Münchner Oktoberfest. Von der Nostalgie dieser Bahn von damals ist heute hier im Europapark gar nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil, hier gibt's Killerkurven und rasante Geschwindigkeiten und die gehen ganz schön an die körperlichen Grenzen. Unser TechTV-Jungreporter Nicolas Gerz, der hat die besten Achterbahnen hier im Europapark getestet, musste dabei aber auch ganz schön durchgeschüttelt werden. TechTV mit dem ultimativen Achterbahntest. Drei Achterbahnen und ein Mann, der sich der Herausforderung stellt. Unser TechTV-Jungreporter Nico will es wissen. Welche Bahn treibt den Adrenalinspiegel in die Höhe und welche ist das Geld einfach nicht wert? Hi Leute, ich bin Nicolas Gerz und darum bin ich heute hier. Ich bin im Europapark in Rust und werde heute drei Achterbahnen testen. Mit großer Vorfreude und einer Pulsuhr am Handgelenk macht sich Nico auf den Weg. Die erste Station, Russland, mit der Euromir. So, ich bin jetzt hier in der ersten Achterbahn der Euromir. Mein Puls ist momentan noch bei ca. 80. Ich teste das Ganze jetzt mal gucken, wie hoch mein Puls geht. Mit 80 Stundenkilometer ist die Euromir zwar nicht die schnellste Bahn. Doch es kann passieren, dass man die Fahrt rückwärts erlebt. Nach noch nicht einmal 5 Minuten ist die Fahrt zu Ende. Und noch lacht Nico. Wow, Puls ca. bei 130, rasante Fahrt. So, meine nächste Achterbahn ist eine Mischung aus Wildwasserbahn und Achterbahn mit dem Namen Poseidon. Mein Puls ist dank der Mir schon einen Tick höher, so bei ca. 90, 95. Mal gucken, ob ich den noch weiter toppen kann. Weiter in Griechenland. Die Fahrt mit der Poseidon fängt ruhig an. Nico freut sich über die ruhigen Kurven. Doch das Wasser lässt die Stimmung kippen. Nein, scheiße, Alter. Wow, hui. Bin ein bisschen nass geworden, Puls noch ein bisschen höher als bei der Mir, ca. 135. Jetzt guck mal, jetzt kommt der Star des heutigen Tages, die Silverstar. Und die ist 70 Meter hoch und 130 Stundenkilometer schnell. Doch hält die Silverstar auch, was sie verspricht? Wow, also ich muss echt sagen, das, was über die Silverstar erzählt wird, stimmt alles. Wenn ihr den fahren könnt, schaut jetzt in die erste Reihe, kommt, es gibt nichts Geileres. Die Bahnen sind getestet. Wie ist die Bilanz? So Leute, der Tag im Europapark ist leider zu Ende. Das Fazit für den heutigen Tag lautet, von den drei getesteten Achterbahnen hat mir die Silverstar eindeutig am besten gefallen. Dies belegt auch die Pulsuhr. Wer ein bisschen nass werden will, fährt einfach mal mit der Poseidon. Und wer es gesittet mag und nicht auf den extremen Kick steht, probiert einfach mal die Mir aus. Viel Spaß, Leute. Puls und Spaßfaktor belegen, die Silver Star ist der Star. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Zurzeit baut der Achterbahnexperte und Inhaber des Europaparks Michael Mack eine neue Achterbahn. Es wird einen Katapultstart beinhalten, das heißt, es wird beschleunigen von 0 auf über 100 km/h in 2,6, 2,7 Sekunden. Sie wird, wie gesagt, 4 Überkopfelemente haben und natürlich komplett kontaktfrei. Das heißt, es ist eine LSM-Technik, eine lineare Antriebstechnik, nicht wie hier beim Silverstar eine Kette, sondern wirklich berührungsfrei. Das heißt, die Bahn wird eigentlich aus dem Stillstand ohne Kontakt nur mit einem Magnetfeld beschleunigt auf über 100 Stundenkilometer. Ein Katapultstart soll die Besucher also von 0 auf 100 Stundenkilometer befördern. Neue Killerkurven und ein neuer Kick. Auch für Nico.